Hallo liebe Schnorchelfreunde und willkommen zu einem neuen Maskentest. Ja, denn ich habe mal wieder eine neue Maske getestet und zwar eine Vollgesichtsmaske. Die Firma Zubea hat nämlich ihre Easy Breathe, von denen es ja schon einige Modelle gab, geupdatet. Und das ist jetzt ein Modell, was wirklich sehr interessant ist, denn die hat eine weiche Nase. Das heißt Druckausgleich und Abtauchen ist damit eventuell gut möglich. Und ob das wirklich so ist, das erfährst du in diesem Video. Also viel Spaß! Mann, was habe ich mit dieser Maske schon alles erlebt? Tja, damit fing praktisch bei mir dieser ganze Schnorchel-Hype so richtig an. Ich habe zwar schon immer so ein bisschen das kühle Nass gesucht, aber so richtig interessiert für die verschiedenen Masken, Schnorchel, Flossen und so weiter, habe ich mich erst, als ich diese Vollgesichtsmaske damals noch von der Firma Tribord, heute ist das die Firma Zubea, die diese Maske herstellt, ja, und als ich die probiert habe, da wuchs mein Interesse für die ganzen unterschiedlichen Systeme. Tja, das war 2014. Seitdem ist wirklich schon einiges passiert. Ich glaube 2020 oder 2019, ich weiß nicht mehr so ganz genau, kam dann diese Maske als Update raus. Und die gefiel mir nicht ganz so gut. Die Passform war einfach nicht so toll. Deswegen habe ich die auch nicht ganz so viel verwendet. Aber dieses Jahr ist endlich eine Maske erschienen, die ich schon lange so ein bisschen entgegenfieber. Denn unten in den Kommentarspalten meiner Videos habe ich mal gehört, dass es irgendwann die Easy Breathe 900 geben sollte. Ich glaube, das ist schon 2 Jahre her. Jetzt ist sie da und ich habe sie intensiv getestet. Die Easy Breathe 900 ist jetzt das neueste Modell, was man so in den ganzen Decathlon-Shops findet. Ja, es gibt wahrscheinlich auch in deiner Nähe einen Decathlon-Shop und da kannst du die Maske käuflich erwerben und kannst sie auch selbst ausprobieren. Du kannst aber auch den Link unten in meiner Videobeschreibung nutzen und da kannst du dir die natürlich auch ganz einfach online nach Hause liefern lassen. Ja, und ich habe die Maske sehr interessiert getestet, weil ich ja von dem, von dem Vorgängermodell enttäuscht war. Da habe ich jetzt natürlich so ein bisschen die Angst gehabt, dass sie mir hier an der Kinnpartie wieder nicht passen könnte. Umso erfreuter war ich, dass das natürlich alles gut passte und sie eigentlich an die erste Maske wieder gut rankam. Also da haben die vom Schnitt her, sage ich mal, von der ganzen Gesichtsformschnitt, da haben die wieder alles besser gemacht, also jedenfalls für mein Gesicht besser gemacht und somit hat das alles richtig schön gepasst. Ansonsten ist die Maske natürlich so wie fast jede Vollgesichtsmaske auch. Man hat im Kern hier 2 Teile. Ja, man kann den Schnorchel von der Maske trennen und somit kann man das Ganze natürlich entspannt transportieren im Rucksack. Man hat hier noch so ein Säckchen mit dabei. Finde ich immer ganz gut, weil da kannst du die Maske nass reinstopfen, kannst sie auch irgendwie aufhängen. Ich hänge das bei mir zum Beispiel immer an den Wäscheständer ran, dann tröppelt das ab und die Maske ist danach wieder trocken und ich kann die in den Schrank packen. Und wie man unschwer erkennen kann, ich habe die Größe M und L. Das ist wahrscheinlich auch die Größe, die für erwachsene Menschen gut ist und passend ist. Es gibt aber natürlich auch, wenn man Kind ist oder wenn man einfach ein kleineres Gesicht hat, gibt es natürlich auch S und M als Größe. Also da muss man natürlich erstmal gucken, was einem so richtig passt. Ja, und mir passte die Maske auf jeden Fall gut. Ja, ich konnte richtig schön abtauchen. Dazu erzähle ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Erstmal sei noch gesagt, es ist natürlich so, dass wieder da ein richtig schönes Sichtfeld ist. Die Maske beschlägt auch nicht, ne, durch diese, die Atemfunktion, die man so hat. Es ist ja so bei den Vollgesichtsmasken, dass eben die Augenpartie und die Mund-Nasen-Partie voneinander getrennt ist. Das heißt, man atmet auch nicht irgendwie in die Augenpartie rein, sodass dann natürlich auch da die Scheibe dadurch nicht beschlagen kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und das ist auch hier durch das Silikon alles richtig schön passend, drückt nicht, zwickt nicht und ist eigentlich wunderbar gemacht worden. Was auch richtig gut ist, ist ja, dass bei diesen Masken ein Auslassventil unten ist. Das heißt, wenn da mal irgendwie doch mal Wasser unten in die Mundpartie reinlaufen sollte, das sieht man auch in einigen Videos von mir sehr stark. Das ist einfach so, weil mein Kinn ist natürlich hier recht schmal und dann kann es doch mal sein beim Abtauchen, dass da einfach Wasser in die Seite eindringt. Ist aber nicht schlimm, weil das Wasser eigentlich nicht bis zum Mund kommt. Das steht hier praktisch darunter und dann wird das Kinn nass, aber wen stört das schon? Also mich hat das bis jetzt noch nicht so ganz gestört
Und wenn ein das doch mal irgendwie stören sollte, kann man pusten und dann kommt das Wasser hier unten durch ein Ventil rausgeschossen. Man kann das eigentlich ganz gut sehen, wenn man sich mal hier dieses Modell anschaut. Ja, da sieht man hier unten ist das genauso, da ist hier diese Plastikkappe da drauf und darunter ist eben auch dieses Auslassventil. Und jetzt kommen wir natürlich mal zum Abtauchen. Das ist ja das, worüber man hier unbedingt reden möchte, wenn man sich die Maske nämlich anschaut. Hier ist eine weiche Nase und ich muss sagen, die weiche Nase ist sehr gut getroffen, denn die passt, was meine Nasenpartie jedenfalls angeht, wunderbar. In manchen Masken, ich habe ja schon einige mehr ausprobiert, also Vollgesichtsmasken mit einer weichen Nase, bei den meisten ist es so, dass man richtig doll greifen muss. Also man muss erstmal die Nase so ein bisschen suchen, wo ist sie überhaupt. Und manchmal erwischt man auch nur hier vorne die vorderste Spitze, die kleine Gummel da vorne und muss das dann zudrücken. Das reicht auch oftmals aus. Aber hier muss ich sagen, ist das wirklich so der Fall, dass da auf jeden Fall ganz normal wie bei einer normalen, herkömmlichen, traditionellen Tauchermaske auch ein Druckausgleich gemacht werden kann, indem man einmal komplett die Nasen zusammendrückt. Also das ist auf jeden Fall richtig schön designt worden. Wenn man auf die Decathlon Internetseite schaut und liest sich mal alles über diese Maske durch, dann steht da, dass man mit dieser Maske ungefähr 3 Meter abtauchen kann. Ja, und das ist auf jeden Fall wunderbar möglich. Die Maske hat ein reduziertes Design. Ich glaube, man sieht das auch ganz gut, wenn ich mal hier die beiden nebeneinander halte. Die ist nämlich ein bisschen vom Volumen her kleiner geworden. Und das merkt man auch deutlich, weil ich bin ja auch mit dieser Maske schon ziemlich tief abgetaucht, auch ohne Druckausgleich. Das geht auch, also jeder hat ja ein anderes Level an Druckausgleich, ab wann er das machen muss. Und ich konnte damit auf jeden Fall auch ganz gut abtauchen. Dafür ist sie aber einfach nicht gemacht. Hiermit kann man 3 Meter abtauchen. Ich würde auch behaupten, der eine oder andere kann vielleicht ein bisschen mehr, aber es macht an sich keinen Sinn, weil wenn man natürlich mehr abtauchen will oder ich sag mal richtig abtauchen will, dann holt man sich eine klassische Maske und einen klassischen Schnorchel, geht damit tauchen und kann dann natürlich ein bisschen mehr machen und das Ganze auch ein bisschen einfacher machen. Hier hat man letztendlich trotz des reduzierten Designs noch ein großes Volumen, was gegen das Gesicht oder gegen den Kopf drückt und zwar hat man eine weiche Silikoninnenseite, aber es ist natürlich trotzdem so, dass man einfach das Volumen merkt. Wenn man abtaucht, dann drückt das einfach aufs Gesicht. Es tut nicht weh, aber man merkt es eben und es ist jetzt nicht so entspannt wie mit einer herkömmlichen traditionellen Tauchermaske. Wenn man aber sagt, hey, man möchte unbedingt eine Vollgesichtsmaske haben, weil man durch Mund und Nase atmen möchte, so wie an Land auch, das ist ja der Slogan, der diese Maske praktisch bekannt gemacht hat, und man möchte aber zusätzlich auch hier und da mal ein bisschen abtauchen, zum Beispiel Ägyptenurlaub, man will mal ins Wasser hopsen, ein paar bunte Fische angucken und wenn da unten mal irgendwas Interessantes zu sehen ist, möchte man mal 2-3 Meter abtauchen, dann ist die Maske wirklich genau das Richtige. Also muss man echt so sagen, dann muss man sich ja nicht 3 verschiedene Modelle kaufen oder die auch noch mit in den Urlaub nehmen, so wie ich das zum Beispiel mache, sondern man kann dann einfach sich diese Maske kaufen, geht damit baden oder geht damit in den Urlaub und kann damit natürlich alles machen und auch ein bisschen abtauchen. Tja, und von daher kann ich gar nicht so viel mehr darüber erzählen. Du wirst aber wahrscheinlich noch ein paar mehr Videos mit dieser Maske auf dem Kanal sehen. Also schön abonnieren, Glocke drücken und uns einfach weiter verfolgen. Dann erlebst du auch noch ein bisschen mehr von der Maske. Dann würde ich sagen, schnapp dir eine Maske, okay, raus, geh schnorcheln und sei auch immer schön mit Neugier unterwegs. Mach's gut!